Oh Gott. Schaffst du es? Oh Gott. Hallo und herzlich willkommen zurück in der Verzweiflungsfolge Nummer XY4711. Ich bin hier immer noch dabei, dass ich meine Leute irgendwie durchbekomme. Ich würde aber, in Anbetracht der Tatsache, dass die Infektion hier schon 10% fortgeschritten ist, ich würde jetzt die rechte Hand amputieren. Ja, das mache ich aber sobald Josephine aufgestanden ist, das mache ich nicht jetzt. Den Lynx, den würde ich gern freilassen, immer noch. Anwendungsgespräch, das ist in Ordnung. Die Frage ist. Infektion schwer. Ray, kannst du nicht. Oder der Kater kann aber jetzt die Medizin mal tragen. Wer ist denn noch infiziert jetzt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Der Tony ist noch infiziert. Der Tony. Der Ray behandelt hoffentlich jetzt den Tony. Und du machst diese Solaranlage, weil hier nämlich kein Strom mehr ist. So, das kann aber der Wilson dann machen. So, Infektion behandelt, das ist gut. Dockinfektion. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe mit der Medizin, die ich habe. Warte. Ach Mann, Leute, es lief so gut. Ja, und dann ein Überfall. Ein einziger Überfall und der führte zu fast einem Totalkollaps. Zum absoluten Totalkollaps. Wie ist mit Ray? Ray ist doch auch infiziert, oder? Ja, hat auch einen Infekt. Oft ist das Bett hier. Machen wir auch noch ein Krankenbett. Im schönen Raum hier. Wann muss der das nächste Mal wie behandelt werden? Und der wird aber auch kaum schaffen, oder? Der ist jetzt schon 11% mehr infiziert. Guck mal an. Immunität. Guck es mal an. Die Immunität steigt definitiv langsamer, als die Infektion hochgeht. Also kannst vergessen. Also wird Ray sterben. Ray, 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 Ray. Gut, dann mache ich folgendes. Ich muss das jetzt leider eiskalt machen. Ich habe keinen Bock, dass sie noch mehr negative Modifikatoren jetzt bekommen. Deswegen ziehe ich ihm jetzt alles aus. So, pass auf. Dann bereite ich den Ray vor, dass er irgendwo eine Karawane ins Nirgendwo betritt. Junge, das Tier. Alter, wie ist hier all. Abmarschieren in Richtung Südosten. Osten? Osten, okay. Abmarschieren in Richtung Osten. Und dann schicke ich den Ray jetzt hier einfach auf Karawane. Dann soll er jetzt hier einfach mal losmarschieren. Es hilft mir ja nichts, ja. Es hilft mir ja nichts. Und, ja, es hilft mir tatsächlich nichts. Hier muss ich die rechte Hand amputieren, das hilft auch nichts. Hungerndes Tier. Nahrungsmangel. Was ist denn hier los? Schwanz abgefroren, rechtes Bein. Meine armen Hühner! Den ist wohl zu kalt hier draußen. Scheiße. Meine Hühner, meine getämten Hühner sind alle gestorben. Alle Hühner sind gestorben, oder? Wie es aussieht. Oh Mann, ey. Der Winter und wir haben erst Herbst. Ach. Scheiße. Okay, aber wichtig ist, dass ich jetzt zumindest den Doc beachte. Ja, nee, das ist auch egal, das schaffe ich eh nicht mehr. Wichtig ist, dass Toni es schafft. Oh, Ray hat eine naturelle Tiberiumvergiftung. Karawane wird weiter zusammengestellt, wenn niemand mehr einen Nervenzusammenbruch hat. Ach komm, Zusammenbruchverwirrung. Ganz toll. Ganz toll. Ganz toll. Ganz toll. Großer C rechts. Oh Gott. Das werden Folgen werden. Das werden Folgen werden. Prost Mahlzeit. Ich hoffe, dass ich es mit minimalen Verlusten und vielleicht zwei Leute hier noch bekomme. Das wäre echt super. Das wäre echt super. Wenn ich das schaffen würde. Bitte, stell jetzt. Nimm jetzt nicht sein Bein ab oder irgendwas. Bitte, nimm nur die Hand ab. Schaff es, bitte. Ja. Dankeschön.
Dankeschön, wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Gut, Pflege. Kälteeinbruch ist vorbei. Wenigstens etwas Positives. Der Kater. Der Kater, was macht der eigentlich? Der Kater könnte... Tja, was macht der Kater? Der Kater könnte sich ums Essen kümmern. Und könnte ihm einfach Mahlzeiten herstellen bis zum St. Nimmerleinstag. Guck mal an, wie viel Fleisch ich halt einfach habe. Ich habe auch 200 Kartoffeln. Könnte ich was Schickeres herstellen? Guck mal, ich könnte leckere Mahlzeit auch herstellen. Und zwar vor Fine Meals. Das braucht jeweils eins. Also vier. Komm, dann mach du jetzt auch mal bis du 80 hast. Mach das jetzt auch mal einfach voll. Das heißt, 80 mal 4 sind 1860, 240, 320. 320 habe ich eh nicht. Dann machen wir mal 50. 50 mal 4 sind 200. 200 Kartoffeln habe ich. Das heißt, dann dürfte ich auf jeden Fall die Advanced Meals herstellen können. So, der Ray wird jämmerlich krepieren. Aber wir haben hier noch einen Tiberium-Schutzanzug übrig, den dann der Wilson bekommt. Und auch die Speed-Skin-Suit bekommt der Wilson. Nano-Suit eines Toten. Warum? Zum Teufel. Bei der Krankheit. Magst du ihn nicht freilassen? Nein, kann sie nicht. Ah, dann sind sie wieder mies drauf. Doc. Ach so, Josephine. Pflege auf 1 stellen. Ganz wichtig. Damit sie das nicht versemmelt. Toni. Rennt sie jetzt eigentlich gleich los, wenn sie muss? Sorg, Ray Gunn. Nee, du behandelst lieber Toni. Die werden halt auch nicht ankommen, die Karawanen bei mir, ne? Junge, das Tier, junge Hähne. Die wird auch sterben. Toni braucht etwas zu essen. Alter, es gibt doch gar nicht so viele... Fuck. Er ist super, er geht hier spazieren, ja. Er geht spazieren, schwere Infektion, Tiberium-Vergiftung, aber er chillt einfach mal beim Gazier. Klar. Den gerne noch weggeschickt. Ich hätte ihn echt gerne noch weggeschickt, damit ich zumindest keinen Debuff oder sowas bekomme. Immerhin ist er nicht mit irgendjemandem verheiratet oder so. Guck mal, und alle sind mies drauf. Keiner mochte Ray. Keiner mochte Ray. Okay. Warte mal. Behandelt sie den jetzt? Den braucht sie vielleicht nicht behandeln. Über die zwei behandeln. Kann ich ihm ein rechtes Bein... Implantierte Sensenmesserauswuchs. Das würde ich gern haben. Ich könnte mir... Also ich würde irgendein... Hat irgendeiner von beiden hat einen Haufen Nahkampf? Nein, keiner. Doch er. Er hätte einen Haufen Nahkampf, er hat aber auch Medizin und Konstruktion. Er ist ein Allround-Talent, sozial, der kann ja fast alles. Söldnerschlitzer. Ich würde mir ganz einen Wolverine basteln mit den Messern. Mit dem Messer auswüchsen. Aber ich habe ganz andere Probleme, sorry, ich habe ganz andere. Aber ihn, Gott sei Dank, brauche ich jetzt bei ihm nichts mehr machen. Linker Fuß abgeschnitten, kann er? Der braucht einen linken Fuß und eine rechte Hand. Ich brauche einen Prothesenhändler. Scheiße, ey. Der Lynx, der stirbt. Sonst noch irgendeiner? Eine Infektion? Eher, ja. Schaffe ich auch nicht. Das heißt, es sterben zwei Gefangene. Er hat Gott sei Dank keine Infektion. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Freilassen kann ich sie nicht. Aber ich kann sie noch ausziehen. Das kann ich noch machen. Dann bekomme ich zumindest die Waren von denen. Und die haben nämlich immerhin Energieschilde gehabt. Nicht das heißt Energieschild eines Toten. Bla bla bla. Oh Gott, aber der Wilson ist fleißig, ja? Das ist wenigstens was Positives. Der Wilson ist extrem fleißig und hat hier einfach mal ein 6er Solarpanel gebaut. Was ich ganz gut finde. So, der Tequila. Der liegt hier einfach rum. Was soll's? Bewusstloser Kolonist. Ja, dankeschön. Lynx ist an Infektion gestorben.
Minus 5 unschuldige Gefangene gestorben. Ray Gunn gestorben. Das heißt, ich kann nur den Ledge eigentlich. Ich schaff's eigentlich nur mit dem Ledge. Ich könnte Glück haben, wenn die. Wenn die Großhändler, die ich angefordert habe, also zumindest der Piratenhändler, wenn der Piratenhändler hier reinkommt, dann könnte ich Glück haben und könnte einen Gefangenen. Guck mal, ist übrigens wieder Stahl. Dann könnte ich einen Gefangenen tatsächlich anwerben. Ja, eine Idee. Wilson, bist du eigentlich wach? Ja, Wilson ist wach. Auf Wilson zieht es die Speed-Skin-Suit an. Wilson? So, okay, warte. Und dann ziehst du auch noch den Schutzanzug an. Gigantisch, gigantisch. Und dann kann ich deine Beschränkung aufheben. So, Carter. Nur noch Josephine bräuchte dann was. Alleine sind ja tot. Aber wenigstens hat Stock überlebt. Da bin ich echt mega happy, dass der zumindest überlegt hat. Dafür wird Ray sterben. Ja, dafür wird Ray sterben. Und Ray Gunn wird sterben. Das heißt, ich habe minus 5, zweimal minus 5 und einmal minus 10 Debuff. Dann werden wir fehlgeschlagen. Ray ist an Infektion gestorben. Und das Schlimme ist, ich muss den auch noch herholen. Und ich muss den auch noch begraben. Jetzt sind die auch noch mega unglücklich. Das macht aber der Wilson gleich. Komm, nicht den nicht. Ist toter Mensch, kann kein Träger sein. Ja, grandios. Begrabe Ray. Ja, muss ich jetzt mal da kurz machen, denn sonst sind die ja mega pissed. Das wissen wir in der Zwischenzeit schon. In der Zukunft. In der Zwischenzeit tatsächlich, dass die immer pissig sind. Du stirbst auch gleich. Schauen wir mal, wie es aussieht. Kolonist gestorben. Minus 3 nur? Oh. Oh, das ist aber nicht so schlimm. Das ist in der Tat nicht so schlimm. Der Multi-Analysator braucht Blastahl? Scheiße. Scheiße. Also ich glaube, ich muss langsam aber sicher tatsächlich dazu übergehen, dass... Was kann sie? Warte mal, sie hat Feldarbeit. Ich möchte nämlich ungern, dass irgendeiner... Was macht der Wilson? Feldarbeit 1. Regan ist auch gestorben. Das Erschreckende ist, dass die Toni schwere Krankheit. Alter, bei dem wird es auch extrem knapp. Oh Gott. Das Erschreckende ist tatsächlich, dass ohnmächtig vor Schmerz. Oh ja, okay. Unschuldig Gefangene gestorben. Hä? Leckere Schmerzen, depressiv. Alter. Wie die halt alle mega mies drauf sind. Ich dachte, da stand vorher 5. Und überhaupt, wie so ein Nanosuit eines Toten eigentlich. Wo ist denn... Ich habe doch hier noch eine Nanosuit. Hier irgendwo. Nanosuit anziehen. Mach mal, zieh mal die lieber an. Oh, okay. Pass mal auf. Ich muss das jetzt ein bisschen in den Griff bekommen. Das wird bei dem echt extrem knapp. Ich habe vor allem auch keinerlei Medizin jetzt mehr. Die ganze Medizin ausgegeben habe bei irgendwelchen Idioten. Ja. Ja, damit sind wir nur noch 5. Der Doc ist halt mega mies drauf, hat mega die Schmerzen. Ich hoffe... Aber das wird noch eine ganze Weile dauern. Toni, warum musst du behandelt werden in einer Stunde? Du legst dich bitte jetzt dahin. Das muss mir jetzt extrem schnell gehen. Oh Gott. Pause, aufstehen, behandeln. Oh Gott. Schaffst du's? Oh Gott. Hoffentlich schafft das. 94. Oh Gott, die Infektion geht schneller hoch als die Immunität. Oh Gott. 98. Doch, das dürfte ausgehen. Das dürfte sich ausgehen. Ja. Ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wenigstens etwas, ja. Wenigstens etwas. Es ist zwar
trotzdem extrem schlecht gelaufen, weil ich im Worst Case nur den Ledge anwerben kann. Aber es ist trotzdem noch akzeptabel, weil ich habe nur einen verloren. Ich habe nur den Ray verloren. Und der Ledge, haben wir schon geguckt, der Ledge ist eigentlich ein Allround-Talent. Ich muss nur schauen, dass ich den Ledge irgendwie dann ein Bein gebe. Kann ich eine einfache Beinprothese? Was kostet der Spaß? Plastahl. Scheiße, brauchst du immer Plastahl für den ganzen Scheiß. Ja, ich weiß. Und für Plastahl kann ich das rote Tiberium abernten. Und ich glaube, das werde ich auch tun. Ich werde das rote Tiberium hoch mal abernten, in der Hoffnung, dass ich da Plastahl dafür bekomme. Aber dazu würde ich auch ganz gern... Dazu muss ich ihr wahrscheinlich Feldarbeit wegnehmen, weil sonst marschiert sie mitten rein. Oder nein, muss sie nicht. Das stimmt, weil sie ist ja noch zugewiesen in dem falschen Gebiet. Haha, pass mal auf. Dann werde ich jetzt Pflanzenernten machen. So, die hier. Dann kann der Wilson... Dem gebe ich nämlich jetzt auch Feldarbeit. Und dann hoffe ich in der nächsten Folge, dass ich genügend Strom jetzt produziert habe. Oder genügend Strom dann habe, um die Tiberium-Raffinerie einzuschalten. Und mir, soweit ich es im Kopf habe, dass ich da Plastik draus machen kann. Ich weiß es nicht, ob es rot war oder blau. Xander Antarix, du hast es mir gesagt. Ja, ich weiß es, aber ich kann es mir leider nicht merken. Ich habe es aktuell nicht im Kopf. Naja, wir schauen, dass wir den Ledge anwerben können, alle begraben und ein bisschen uns erholen von diesem unglaublichen Angriff. Und dann ist eh Winter und dann müssen wir eh schauen, wie wir weitermachen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut da rein, macht es gut und ciao, ciao.